Servus, willkommen bei Max Works. Eine weitere Folge Geschichten aus der Hölle. Der schwedischen Hölle, wohlgemerkt. Wir brauchen Vorhänge. Wir haben uns da wieder mal... Jetzt habe ich es komplett verlegt. Nein, da steht's. Eine hochqualitative Stange von einem blau-gelben Möbelhaus geholt. Und ich weiß ganz genau, dass ihr da jetzt wieder tierisch fluchen werdet, bis das an der Wand ist. Auch wenn es eigentlich ganz einfach sein sollte. Ich stelle es hier hin. Merkt euch das, ich habe es vorhin schon verlegt. Und jetzt suche mal die Anleitung. Hab sie. Bekräfter. Die bekräftigt, dass ich da was aufhänge. Ach Gott. Wer lässt sich solche Namen einfallen? So. Immer hochqualitatives Befestigungsset. Bin immer wieder begeistert davon. Wird ungefähr genauso spannend wie das Lampenvideo. Ich bohre in dem Fall sogar 3 Löcher. Und ich habe das Glück, ich habe an meinem Fenster einen Außenrollladen dran. So ein Rondo, der außen mit dieser Plastikschale drauf ist. Deswegen kann ich bohren, wo ich will. Wenn man das jetzt gerade im Neubau, sollte man das nicht unbedingt tun. Zum Beispiel genau über dem Fenster so eine Wandbefestigung hinmachen, weil diese wunderschönen Neubau-Rollladenkästen sind meistens Ziegelkästen. Die sind schon mit eingebaut. Und wenn ich da jetzt von hinten so eine schöne 50er Spax reinjag, dann ist die Chance recht groß, dass ihr den Rollladen mit festspackst und dann dreht sich da nämlich gar nichts mehr. Bei Rollläden Vorsicht und lieber dann 5 bis 10 cm nach außen oder gleich von der Decke aus arbeiten. Und weil ich immer noch zu voll bin, einen Staubsauger draufzuholen, heute auch wieder einen kleinen Lifehack, wie ich den Staub in Grenzen halte. Ich zeichne mir das an. Angezeichnet. Jetzt zu meinem super duper mega Lifehack. Wir brauchen Klebeband, möglichst ein Kreppband oder so ein Goldband, kein Panzertape, das zieht den Putzbügel mit ab und ein handelsüblichen Gefrierbeutel. Das ist eigentlich alles, was es für einen Staubsaugerersatz braucht. Das ist eigentlich ganz leicht. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera jetzt sieht. Hier ist zum Beispiel mein Bohrloch. Jetzt nehme ich mir mein Klebeband, reiße mir einen Streifen ab und klebe das so knapp drunter. Klebe es oben richtig fest. Mach dann einmal so. Und dann kommt der Gefrierbeutel. Den lege ich mir hier unten an, drücke das Klebeband wieder nach unten und tada, fertig ist der Staubsaugersatz. Wenn ich jetzt hier bohre, fällt das meiste, wohlgemerkt, dort rein. Ersetzt den Staubsauger zu 80%, aber das reicht mir. Vier Löcher, ein Dübel. Und das an einem Sonntag. Zum Glück habe ich mir die ganze Werkstatt noch auf den Kopf gestellt und habe aus einer anderen Serie noch 4 Dübel gefunden. Das wäre wieder so ein Klassiker gewesen. Aber den bin ich heute entgangen. Heute bin ich ihm von der Schippe gesprungen. Ich liebe es ja übrigens, wenn man gerade alles frisch fertig hat, bohrt ein Loch und man kann quasi die ganze Wand wieder neu verputzen. Alles schief wie Kuhschwanz hier. Könnte halten. Glück gehabt. Bloß so eine kleine Ecke, die da noch rausschaut. Ich glaube, das kann ich verschmerzen. Gerade so. Jetzt die große Frage. Wo habe ich die Stange hingestellt? Sie noch gefunden. So, ich hänge die jetzt bloß noch halbscharig ein
so ein bisschen ausmitteln werde ich es jetzt mal. Es ging sogar mit recht wenig Fluchen, was mich echt erstaunt hat. Aber ich lasse mich überraschen, es sind zwar wieder 700 Teile übrig geblieben, zum Glück nicht wirklich gebraucht habe, aber es ist an der Decke. Und ja, das war es eigentlich schon wieder mit einem vielleicht hilfreichen Lifehack. Ich sage danke fürs Zuschauen, war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Der braucht Vorhänge, das ist ein Dekoschmarrn. Na gut.